es auch hier. Vielleicht überall. Und wenn ich hier bin... Safi, der Aussichtspunkt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Strange Double Exposure. Ja, komm. Ja, dann lauf doch auch, Mann. Welche Safi wird dort sein? Die, die mit mir Champagner aus albernen Tassen getrunken hat? Oder die, die so viele Leute verletzt hat? Und sogar sich selbst? Gott, es ist genau wie vorher. Hm? Bitte, ich wollte das alles nicht. Ich habe so sehr versucht, sie... Da ist Safi allein. Schön, dich hier zu sehen. Welche Safi bist du? Bin ich überhaupt Safi? Nach all dem? Gute Frage. Holy shit! Du hast es echt geschafft! Das Wetter ist schlimmer geworden, oder? Der Sturm ist mir gefolgt. Ich auch, wie es aussieht. Das habe ich noch nie getan. Ich glaube, es wird Zeit. Wofür? Nee. Verstehst du überhaupt, warum du mich hier bittest? Du hast es schon getan, oder? Das hier ist nicht mehr als eine Wiederholung. Safi, ich meine es ernst. Das ist zu viel. Keine Angst, Max. Du weißt, was sonst passiert. Es war nichts von mir übrig. Es war alles Moses und Ben und Lucas und Gwen. Es tat so weh. Ich habe so viele Leute verletzt. Ich kann die nicht, nee. Hilf mir, es gut zu machen. Bitte. Nein. Und so entstand das Foto. So fühlt es sich also an, das perfekte Foto zu machen. Fühlt sich gut an. Ach, guck mal an. Vielleicht sind wir verflucht. Du, ich und Maya. Oder die ganze Welt ist verflucht. Und wir leben nur in ihr. Safi. Das ist... Poetischer Bullshit. Ja. Ich weiß. Du bist mir so wichtig, Safi. Gott, du bist so kitschig. Drück einfach ab. Nein. Okay? Nein. Können wir das entscheiden? Okay. Was tust du denn? Ich habe keine Ahnung. Ich improvisiere ab hier. Ich treffe auf keinen Fall noch eine unmögliche Entscheidung, die nur Scheiße hinterlässt. Komm schon. Du
Alter Schwede. Was ist das? 2 Monde, aber die stehen nicht übereinander. Es ist leicht versetzt. Was ist anscheinend ruhiger geworden? Okay, anscheinend bin ich nicht tot. Und ich bin auf dem Campushof. Stück für Stück, Max. Es ist so ruhig für einen Sturm. Erdrückend ruhig. Mhm. Safi? Safi! Das ist nicht mehr die Vergangenheit. Safi könnte wieder so sein wie vorher. Ich muss sie finden. Ja, wir Mama gucken uns... Papa? Blackwell Academy? Was? Das ist ewig her. Und ich wollte gerade sagen... Was ist los mit meinem Handy? Warum kann ich nicht antworten? Blackwell Academy ist bestimmt... Das ist aus... Boah, aus welcher Life is Strange ist das? Before the Storm, glaube ich. Safi, ganz schön weit unten nach unten, oder? Wo bist du? Du machst mich krank. Nichts passiert, du hast mich zum Schweigen gezwungen. Mädchen wirft sich vom Aussichtspunkt. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass Moses und ich auf dieser Bank gesessen haben. Oh. Bei allem, was passiert ist, könnte das fast hinkommen. Ist die wieder wo am Aus? Du hin? Sie ist in der Nähe. Ich aber muss wo? Sie nur finden. Ach so, warte mal. Max? Safi? Max! Was denn? Aber wo? Ich kann dich nicht finden. Da hinten ist irgendjemand. Was ist das kann los? Eigentlich. Ist sie das? Hilf mir! Diamond! Max, Gott sei Dank! Ich bin aus der Snapping Turtle raus und der dann Rest? War ich auf einmal hier. Siehst das alles also auch? Das Auge des Sturms? Ja, sehe ich. Was zum Teufel ist hier los? Ich weiß es nicht. Aber wenn es jetzt schon seltsam ist, wird es nur noch seltsamer werden. Das beruhigt mich nicht. Wäre Moses nur hier. Hoffentlich geht's ihm gut. Komm. Wo sind die überhaupt alle? Wenn der Sturm so übel ist, wie er aussieht, Safi und Moses sich in Sicherheit gebracht. Max, ich bin direkt hinter dir. Ja, ich muss weiter. Ich muss weiter Safi erstmal finden, würde ich mal sagen. Hauptziele. Ich habe Safi nicht gefunden, also muss ich. Sollte Diamond folgen. Das BK-Gebäude ist sicherer als die Snapping Turtle. Kann jetzt auch nichts anderes machen. Ich könnte etwas Erfolg gebrauchen. Lass Safi hier sein. Ne, wir konnten ja... Ja gut, wir haben es nicht ausprobiert, aber ich glaube, wir hätten sowieso nirgendwo anders hingekonnt.
das BK-Gebäude? Nee. Und Diamond ist auch nicht hier. Moses ist hier. Gucken wir uns mal eben die Nachrichten an, Warren. Ich habe das Wohnheimalter hinter mir. Die Cap Days, die für die Warrens Nachrichten zu antworten auch. Fünf Köpfe auf einmal aufgeschlitzt, Ego. Okay. Mama und Papa. Hey Max, bist du noch wach? Welche Katze? Scheiß Katze, ich will nicht undankbar werden. Hä? Mit mehr Futter und Schlafplatz geben hätte ich dich jetzt. Moment. Ich will nicht undankbar für die Streicheleinheiten in der netten Bleibe sein, aber mir Futter und einen Schlafplatz zu geben, hätte dich jetzt nicht umgebracht. Schieb es nicht auf das Wetter, dass du deinen Pflichten als Katzensitter nicht nachkommst, Max. Von einer Katze geblockt. Eindeutig ein Tiefpunkt. Glaube auch. Ich bin mir zu 95% sicher, dass das Safis Marke ist. Warum raucht Moses die? Warum raucht er überhaupt? Warum nicht? Moses weiß, was los ist. Ah, okay, warte. Safis Tasche? Hier oben? Ohne Safi? Das ist eine beunruhigende Anzahl an Teleskopen. Aha. Ich dachte, Moses hatte die Ich bin die geilste Oma der Welt-Tasse. Was ist bloß mit Moses los? Hey, Moses? Gib mir die Kurzversion. Was genau sehen wir uns hier an? Keine Ahnung. Wann rauchst du eigentlich? Ich mach normalen Kram, fast wie ein gesundes, produktives Mitglied der Gesellschaft. Auf Türen kann man sich im Moment nicht verlassen, also gut, dass du schon hier draußen bist. Müssen wir uns Sorgen machen, dass dieser Asteroid die Erde trifft? Weiß ja nicht, ob er... Ich verstehe nicht, was du sagst. Willst du mir was mitteilen? Ich versuche nur, das perfekte Foto zu machen. Das perfekte Foto. Das perfekte Foto. Moment. Safi? Wollte gerade sagen. Was? Du hast 24 Stunden, bis die Welt untergeht. Was würdest du tun? Safi, bist du da drin? Max! Max, ich bin's! Moses, ich! Moses! Na gut, Max. Du hast 24 Stunden, bis die Welt untergeht. Was würdest du tun? Ich weiß nicht. Ich schätze... Bis die Welt untergeht. Ach komm, ich mach Fotos. Komisch. Das fühlt sich richtig an. Aber das Ach, guck mal. Safi.
Ich habe schon länger kein Foto mehr doppelt belichtet, aber wenn ich zwei Bilder von Moses überlagere, kann ich vielleicht Safis Teile von Moses trennen. Max, danke. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Es war, als hätte Safi mich in einer Art Sarkophag eingesperrt. Ich war gefangen, aber doch irgendwie geschützt. Ich konnte Safi hören. Konnte dich hören. Ihr wart außerhalb und... Was hat sie gesagt, genau? Was hat sie gesagt? Ihr ging es schlecht, Max. Mehr weiß ich nicht. Was du gemacht hast, hat mich gerettet. Ja, cool. Immerhin. Oder sie aus mir rausgeholt? Ein Dämon. Max? Max, wo? Es tut mir leid, ich... Safi? 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 Puh. Wo zum Teufel ist die? Alles okay? Aha. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Gut. Nämlich? Ich komme mit dir. Nein. Bleib hier. Dieser Sturm... Ich habe sowas schon einmal erlebt. Die Realität wird instabil. Du bleibst besser hier. Die eine Wolke sah aus wie eine Person. Maschinenengel Seelensturm? Pass auf dich auf. Wir sehen uns drüben. Drüben? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. In welcher Dimension? Der blaue Schmetterling. Ach du. Ey, die haben so viel. Wenn die Tür sich schließt. Öffnet sich ein Fenster. Die haben so viele Parallelen zu den alten Life is Strange hergestellt. Das ist unglaublich. Was? Wo? Och nee. Das ist nicht Caladan. Nein, das ist... Das ist Blackwell. Genau. Hier wurde Chloe erschossen. Ja. Ich hab's mit angehört. Ich... Du weißt nicht, wer ich bin oder mit wem du dich anlegst. Wo hast du die her? Was hast du vor? Chloe! Komm schon, pack sie wieder weg! Sag mir nie, was ich zu tun habe! Ich hab so satt, mich ständig kontrollieren zu lassen! Dafür kriegst du viel mehr Ärger als für Drogen. Arsch! Würde Ach so. Keiner vermissen! Oder? Bleib mir mit der Waffe weg, du Psycho! Nein! Vielleicht hat Safi recht. Vielleicht sind wir dazu verflucht. Unsere schlimmsten Momente immer und immer wieder zu erleben. Ich hatte die Chance, Chloe zu retten. Hier, von Nathans Pistole. Aber dafür hätte ich Arcadia Bay dem Sturm überlassen müssen. Das konnte ich nicht. Ich spulte zurück, gab sie auf und ließ zu, dass sie nochmal erschossen wird. Guter Witz, Sturm. Wenn du glaubst, ich erlebe diesen Moment nicht jeden Tag in meinem Kopf, dann kennst du mich nicht. Wo kommt das her? Müssen wir erstmal ganz kurz Katze, okay. Warte mal. Du hattest bessere Freunde verdient. Bessere das Freunde auch als mich. Schön zu wissen, dass mindestens in Blackwell... Was? In der Gebäude jemand mein Gefühl in Beobachtung schenkt. Okay, ach so, Kate. Ich dachte, habe schon gesehen. Katze, okay. So. Eifersüchtige Schlampe ohne künstlerische Vision oder Geschmack. Aber das bedeutet nicht, dass du einfach meine Kamera nehmen kannst. Du hast 24 Stunden, sie zurückzugeben. Oder ich zeige dich an. Warne dich. Wir sollten uns bald treffen. Küsschen. Gibt.
Victoria. Das war doch diese Zicke, oder? Eine dieser Kabinen muss es sein. Eine dieser Kabinen muss es sein. Ja. Nu? Ach so. Kann ich die anderen auch aufmachen? Das habe ich mir früher jeden Tag angesehen. End of the world. Max und Safi? Nicht Max und Chloe? Das. Das war's dann also? Wir sind durch? Safi ist cooler, als du es je warst. Weil sie einen Porsche fährt? Weil sie Kräfte hat. Hä? Das ist so. Abraxas, Vortex. Irgendwer versucht immer an der Spitze zu stehen und verliert dabei. Ist immer noch nicht so lustig, wie der Künstler geglaubt hat. Wo bin ich jetzt? Oh Gott, was ist das? Okay. Der Kegelclub? Wo war am Anfang? Waren ganz am Anfang. Warum sind da so viele Kegel? Oder was ist das? Das ist neu. Lucas, ich muss da runter. Ja. Hier kommt jetzt wieder eine Nachricht. Ach so, Joyce. Mike, Schatz, du musst noch mal zum Dinner kommen für Pfannkuchen. Wir haben ein neues Special mit extra Bacon. Geht aus Haus. Ich verspreche, die sind besser als alles, was du in der Kantine von Blackwell bekommst. Okay. Lucas erreichen. Gelang jedenfalls okay. Nett. Ein Nap ist irgendwie süß. Einer. Irgendwie. Das? Oh Mann. Will ich das wirklich tun? Ja. Ich sag ja, das hier ist die Hölle. Sieh mal, ein Teufel. Echt jetzt? Besessene Puppen? Immer noch kaputt. So komme ich nicht runter. Warum nicht? Aber wo kommen eigentlich die ganzen Einkaufswagen her? Ob diese Leiter in der anderen Zeitlinie auch noch hier ist? An jedem anderen Tag wäre ein Baum, der in einer Bowlingbahn blüht, merkwürdig für mich. In der anderen Zeit. Ach da, ich wollte gerade sagen. Dafür müssten wir ein Portal haben. Um in die andere Zeitlinie zu kommen. So, jetzt ist hier alles kaputt, genau. Hier war die Leiter irgendwo, ne? Jeffersons gestörte Fotos. Ein Ordner für jedes Mädchen. Fick dich und dein Selfie, dass ich das nochmal hören würde.
Die Tür zu Jeffersons Bunker. Die könnte ich nie vergessen. Kommt man da rein? Jeffer. Ach, das war dieser kranke Lehrer. Ja, ich erinnere mich. Also öffnen kann ich die nicht, okay? Glaube niemals Leuten, die Kunst als Rechtfertigung benutzen, um Frauen zu quälen. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, also da komme ich nicht rein. Das kann ich. Alles nur das nicht. Ich kann nicht. Ich war 18, als Jefferson mich an diesen Stuhl fesselte. Ich bin nicht mehr 18. Das ist also mein Weg. Oh Gott, ich stecke fest. Ich wusste, du bist was Besonderes, als ich dein erstes Selfie sah. Wie ich dieses Wort hasse, aber ich liebe die Reinheit deines eigenen Bildes. Ich kann fühlen, wie er mich dadurch ansieht. Ach so, ich muss das jetzt genau im passenden Rhythmus drücken. Und da ist die Leiter. Guck mal. Zeit, von hier zu verschwinden. Kommen wir jetzt hier? Den kriegen wir immer noch nicht auf, wa? Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, hätte ja sein können. Okay, Leiter. Komm, wir untersuchen die einmal. Noch da. Gott sei Dank. Wo war die eben? Aber hier ist ja eh nichts mehr normal in diesem Spiel. Aber das Ding liegt unten, das heißt, wir müssen... Immer noch zu Lucas. Wenn Safi nicht gewesen wäre, wäre das mein Grabstein. Jetzt muss ich mich revanchieren. Wir müssen aber in unserer Zeitlinie sein, weil vorher hat das Ding ja noch gehangen. So, jetzt brauche ich wieder ein Portal. Aber liebe Leute, das Portal wechseln wir in der nächsten Runde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Lucas könnte eine Gefahr für sich und andere sein. Mehr als sonst.